Restluftalarm. Patricia mit letzter Kraft. Nur deinen Arm kann ich nicht ziehen. Du musst deine ganzen Beine und Arme mit einsetzen. Zeig mal deinen eisernen Willen. Sie ist fast am Kopf der hilflosen Person. Schwer für sie, dass sie so. Das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass sie nicht aufgibt. Ja. Dann arbeite mit der rechten Seite. Zieh die rechte Seite nach vorne, so weit wie du kannst, nach hier vorne. Halt. Auf der rechten Seite liegend fand ich es angenehmer. Da kam ich besser an ihm vorbei. Komm, das hast du geschafft. Schaffst du die kleine Stunde auch noch. Komm. Am allerschlimmsten fand ich wirklich diese Übung unten in der Röhre. Also das ist eine Sache, die möchte man nie im Einsatz erleben, dass man da so hilflos ist und nicht vorwärts kommt. Also das ist wirklich was, was man nicht erleben möchte. Aber wie gesagt, die Maske hier oben drauf müssen wir noch aufkriegen. Komm. Gleich ist ihre eigene Atemluftflasche leer. Über 30 Minuten kämpft sie schon. Bevor ihr die Luft ganz wegbleibt, brechen die Ausbilder die Übung ab. Und wenn man sich das vorstellt, dass das in der Realität passiert, man wird festgehalten, man muss ihn aber zurücklassen, weil man keine Luft mehr hat. Und ich muss da jetzt raus und kann ihm in dem Moment erstmal nicht helfen. Aber trotzdem danke. Jetzt? Mal eben um sie kümmern. Wenn sie uns hier alleine sein möchte, mal mehr. Hm? Ärgert sich wieder mich selber, ne? Ausrüsten auf Zeit beginnt jetzt. Immer mehr Routine, immer mehr Sicherheit. 4 Monate sind sie jetzt schon an der Feuerwehrschule. Ja, aber das hast du gut gemacht. Du hast einmal gezogen. Schere, alles wunderbar. Und mit jeder Woche mehr fiebern sie einem bestimmten Termin entgegen. Es ist also nicht immer Inferno. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es immer zum Inferno kommen kann. Feuer ist eine Wissenschaft für sich. Brandexplosionen. Übungen am Modell auf dem Schulhof. Aber morgen endlich. Realbrandausbildung, das erste Mal in die Flammen. Dafür sind sie extra in ein Schulungszentrum im Düsseldorfer Hafen gefahren. Sie sollen lernen, das Feuer zu verstehen. In der Flamme bis zu 1000 Grad, immer ein Gefahrenbereich. Wer schafft sowas? Was meinen Sie, was sozusagen so die Hitze mit Ihnen macht, so lange in so einer... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also wir sind jetzt schon angehalten worden, reichlich zu trinken, weil wir viel schwitzen werden, weil es anstrengend wird. Zur Sicherheit eine erste Vorübung. Wärmegewöhnung nennen sie das. In voller Montur im Stahlcontainer wird ihnen richtig eingeheizt. Klar, wir wollen Feuer sehen, um das zu löschen. Das war eine unglaublich spannende Erfahrung. Ja. Also, wie die Flammen da über einen weggetanzt sind, das war schon beeindruckend. Aber wir haben natürlich auch gelernt und gesagt bekommen, dass das nicht passieren darf, dass die Flammen über uns hinwegtanzen. Jetzt überleg mal, du musst noch arbeiten und so, ne? Was wunderbar, gucken Sie mal hier oben. Mega. Guck dir das an. Das sieht so krass aus. Nein, oder? Das ist so krass. Das war sehr imposant. War unglaublich warm. Ich fand, die Wärme hat man am Kopf am meisten gemerkt, am Helm. Die Kleidung ist beeindruckend, wie viel Temperatur sie dann doch weghält. Das ist schon, das gibt Sicherheit. Jetzt kommt an in der Birne. Halleluja. Wahnsinn. Nein. Nein, ist geil, ja. Aber du merkst ja darüber. 25 Minuten sind sie jetzt im Container. Sie messen die Temperatur direkt am Helm. 150 Grad. Ja, die merke ich auch. Und nächstes Mal. Die Feuerwehrklasse soll zum ersten Mal löschen. Werden sie die Gefahr des Feuers unterschätzen?